Autorotation, Landung trotz Triebwerksausfall. Penzing in Oberbayern. Bis 2012 wurden hier die SAR-Einsätze auf der Bell UH-1D von der Luftwaffe geflogen. Mittlerweile hat das Heer den militärischen Search and Rescue-Dienst übernommen. Zur Ausbildung für die Bell-Hubschrauberpiloten gehört in Penzing auch immer wieder das Training besonderer Situationen. Das Verfahren, das hier zum Standardprogramm gehört, wird im Fliegerjargon als Autorotation bezeichnet. Hubschrauber und gerade die Bell UH-1D, auch Huey genannt, haben eine grandiose Eigenschaft. Mit ihnen ist es möglich, selbst dann noch sicher zu landen, wenn das einzige Triebwerk und damit die Leistungsquelle des Helikopters ausfällt. Eine Autorotation wird bei uns häufig trainiert, also spätestens alle 90 Tage haben wir uns selbst auferlegt, aus dem Grund, weil wir eben nur ein Triebwerk haben. Deswegen, obwohl es nicht ausfällt, normalerweise müssen wir es eben ständig üben, um gefasst zu sein für diese Situation. Bereits für die altgedienten Huey-Piloten gehörte die Beherrschung der Autorotation zur Standardübung. Allein schon durch den Rotor hatte sie eine Energie aufgebaut, dass man beim Autorotieren, auch wenn man ziemlich schwer beladen war, sie ganz sanft hinsetzen konnte. Das waren keine Probleme. Wir hatten also bei der Autorotation bis auf wenige Ausnahmen nie Schwierigkeiten gehabt. Bei der Autorotation nutzen die Piloten die Flughöhe, die Vorwärtsgeschwindigkeit und die Restenergie, die sich nach dem Triebwerksausfall noch im drehenden Rotor befindet. Das Triebwerk fährt auf Standgas, hat aber denselben Effekt wie kompletter Triebwerksausfall. Wir befinden uns jetzt in einem Autorotative Descent. Okay, ich tue mal ein bisschen die Fahrt reduzieren, damit wir auch die Lane erreichen. Ja, und der Sinn und Zweck des Ganzen ist dann quasi die kinetische Energie des Rotors zu nutzen, um unten dann dementsprechend einigermaßen leicht zu landen. Das war jetzt komplette Flair, 125 Fuß, wir nehmen die Nase hoch, wandeln damit die Geschwindigkeit etwas in Auftrieb um. Wir simulieren quasi Triebwerksausfall. Wir stellen das Triebwerk dazu auf Flight Idle, das entspricht quasi Standgas, äußert sich aber aerodynamisch genauso wie ein kompletter Triebwerksausfall. Und dann geht es einfach um das Handling der Maschine. Egal aus welcher Höhe, egal mit welcher Vorwärtsgeschwindigkeit, muss man eben diesen Flight Envelope dann so gestalten, dass man eben unten die kinetische Energie, die noch im Hauptrotor steckt, dann umwandelt, die Sinkgeschwindigkeit abbaut und wie gesagt, diese Energie nutzen, um dann eben sanft aufzusetzen. Perfekter Touchdown. Die Piloten gehen bei der Autorotation in einen kontrollierten Sinkflug über und nutzen dabei den Fallwind, um die Rotorblätter weiter anzutreiben. Vielen Hubschrauber-Crews hat dieses Verfahren schon das Leben gerettet. Gerade bei den älteren Kameraden, die quasi 30, 40 Jahre lang dieses Gerät bewegt haben, denke ich mal, hängt sehr viel Emotion mit drin. Und diverse Fluglehrer, die ich auch aus den Vereinigten Staaten kenne, die über Jahre hinweg auch viele verschiedene Muster geflogen haben, haben trotzdem gesagt, die schönste Fliegerei ist eigentlich mit der Huey. Trotzdem, die Autorotation stellt hohe Anforderungen an die Piloten, da die Dosierung und der Zeitpunkt der Pitchveränderung präzise getroffen werden müssen. Für die Hubschrauber-Crews sind die Übungseinheiten auf der guten alten Huey daher unverzichtbar.